Mütter lachen bei uns alle tot. Nein, das kommt raus, wird gecuttet, Schnitt, Schnitt. Ich will nicht drin sein, ich will nicht drin sein. Das kannst du gar nicht benutzen, 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 was ich hier gerade mache. Klein, das heißt, es ist so klein, oder was? Warum heißt das Etui klein? Würde mir das auch stehen? Na, das wohl eher. Na, ich weiß nicht. Das ist viel schöner bei Huberto. Aber die sind schon ausgefallen. Ich mag die auch sehr. Ja. Ich meine, das ist neutral, das passt schon dazu. Und wir haben ein rotes Set, Komplementärkunden. Also das passt besser. Ja. Ehrlich? Okay. Siehst du erstmal an, weil ich brauche ja was an der Füße. Ach ja, Robert, und zwei Brillen habe ich noch dabei, welche jetzt nähern. Es reicht, wenn du eine anziehst. Ja, dachte ich auch, aber welche? Wer die Wahl hat. Na, dann die rote. Das passt auch zu den grünen Schuhen. Ja, okay, das ist auch eher mein Ding. Mhm. Okay. Ja. Wir müssen jetzt noch Interview machen. Seid ihr alle nackt? Ich habe mir auf der Zunge heute ganz böse bisschen. Kann ich auch nicht blasen, das geht einfach nicht. Hallo Jana, willkommen am Set. Schön, dass du da bist und was für eine Szene drehst du heute? Hallo erstmal und vielen Dank, dass ich da sein darf. Heute drehe ich eine Szene als Sekretärin. Da bin ich auch schon ganz besonders gespannt, weil meine Fans haben die sich ganz doll gewünscht. Bereitest du dich irgendwie besonders auf einen Dreh vor? Ganz besonders auf den Dreh vorbereitet. Ja gut, also ich schaue natürlich, dass die Nägel ganz ordentlich lackiert sind und dass die Beine ganz toll rasiert sind, wo ich vielleicht an freien Tagen dann nicht so irgendwie akribisch hinterher bin. Und sonst bin ich doch eher der spontane Typ, der sich dann von der Szene lieber überraschen lässt. Erklär doch mal bitte den Ablauf von so einem Drehtag. Wie muss man sich das im Einzelnen vorstellen? Den Ablauf an so einem Drehtag muss man sich so vorstellen, also erst kommst du natürlich ans Set und je nachdem, wer zuerst Zeit hat, also entweder die Maske oder der Regisseur, sucht man entweder mit dem Regisseur zuerst die Garderobe aus, was ich persönlich immer besser finde, weil dann kann sich die Maske wiederum an den Farben orientieren, was man gerade trägt, wie heute so graues Mäuschen so nach außen hin. Das ist, denke ich mal, ein bisschen einfacher, wenn die Maske dann einfach weiß, okay, heute ist es grau, da kann man mit dem Make-up vielleicht doch ein bisschen mehr machen oder weniger. Ja, und wie schon gesagt, entweder erst die Garderobe, dann die Maske und dann kommt man ans Set. Dann, also vorher hat man natürlich die ganzen Darsteller im besten Falle schon irgendwie mal kennengelernt, ein bisschen Wortaustausch gehabt im Vorfeld und hat am Set dann das erste Briefing mit dem Regisseur, wo man nochmal in diese Szene richtig eingewiesen wird bis zum Cut, wo man dann genau erklärt bekommt, was als nächstes passieren wird. Und dann heißt es eigentlich nur und bitte und dann kannst du eigentlich auch schon loslegen und der Rest ergibt sich je nach Szene und je nach Thema irgendwie ganz von selbst. Was sind deine Lieblingsszenen? Mann-Mann, mehrere Männer oder Mann-Frau oder vielleicht auch irgendein Fetisch? So eine richtige Lieblingsszene habe ich in diesem Sinne nicht, weil ich eher so der Mensch bin, der auf Abwechslung steht. Also ich finde es einfach toll, nicht immer das Gleiche zu haben. Stehe privat nicht so auf Frauen, obwohl ich natürlich am Set dann immer sehr gerne rumexperimentiere mit Frauen. Und das ist immer wieder doch eine prickelnde Erfahrung, die ich, wie schon gesagt, am Set gerne auslebe, privat nicht so. Ein Mann oder mehrere Männer, das ist auch so. Ja, je nach Tagesform auch ein bisschen abhängig, da bin ich auch also für vieles offen. Und Fetisch probiere ich auch gern aus, habe allerdings gemerkt, so im Laufe der 4 Jahre, wie ich jetzt für Inflagranti schon drehe, dass ich nicht so ein SM-Fan bin. Und bei dem Rest, also ob das Nylon ist, Latex, Fußfetisch etc. etc., teste ich immer noch gern. Und gibt es aber auch nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist mein Favorite. Ich möchte es einfach so alles in allem irgendwie alles mal wieder so ausprobieren. Hast du einen Lieblingsdarsteller, mit dem du ganz besonders gern drehst? Einen Lieblingsdarsteller habe ich so nicht, also im Laufe der Jahre jetzt auch nicht irgendwie kennengelernt. Ich stehe natürlich auf einen bestimmten Typ von Mann, den der eine Darsteller eher verkörpert als der andere. Ich mag so die Männer, die so animalisch sind mit Brusthaaren und die authentisch sind. Und ich finde einfach, die Chemie am Set muss natürlich auch stimmen. Ich würde das jetzt nicht an Mann X oder Y abhängig machen, sondern ja, also nee, also so ein richtiger Lieblingsdarsteller in dem Sinne nicht, aber so ein Lieblingstyp vom Mann habe ich schon, ja. Wie oft drehst du so im Monat? Ich drehe eine Szene im Monat für Inflagranti. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich 1-2 Monate ganz viel andere Sachen habe, weil ich halt auch Fernsehen mache und überhaupt ganz viel Presse arbeiten, sodass ich in einem Monat mal keine Szene drehe und im darauffolgenden vielleicht auch 2.
Und eine Szene beschränkt sich erst noch auf einen Arbeitstag. Das ist vielleicht so eine Dreiviertelstunde Hardcore-Produktion mit auch Interviews und FSK 16-Szenen teilweise auch noch vorher. Aber man kann sagen, so Pi mal Daumen, eine Szene im Monat. Schaust du dir deine Filme eigentlich auch an, wenn sie dann auf DVD herauskommen? Die einzigen Pornos, die ich mir anschaue, sind auch irgendwie meine eigenen Pornoszenen. Also ich habe vorher, bevor ich mit Pornografie angefangen habe, noch nie ein Porno gesehen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ich mir immer sage, meine eigene Sexualität möchte ich authentisch rüberbringen. Und das heißt, anderen Pornos angucken, habe ich irgendwie nicht den Rat zu. Also ich bin nicht der Voyeur, sondern eher der Exhibitionist, der dann sagt, okay, ich lebe das gerne in meinen Filmen aus, aber halt nicht in anderen Filmen. Also nur meine eigenen Szenen schaue ich mir an und da bin ich auch ja, immer wieder gespannt drauf, wenn neue Filme rauskommen. Welchen deiner Filme würdest du jemandem empfehlen, der noch nie einen Porno von dir gesehen hat? Jemand, der noch nie einen Film von mir gesehen hat, sollte sich auch keine Pornos angucken. Nein, war ein Scherz. Ich finde, glaube ich, wenn ich, jetzt muss ich mal echt überlegen, es waren ja doch schon ein paar im Laufe der 4 Jahre, Stars and Strips. Echt der? Scherz. Ich finde Stars and Strips einfach, glaube ich, am besten, weil dieser Film eine Handlung hat, was bei mir in Pornofilmen schon da sein sollte. Und es sind lauter ästhetische, leckere Leute. Stars and Strips, mein Favorit. Liebe Jana, vielen Dank für dieses ganz interessante Interview. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich da sein durfte und dickes Küsschen an euch. Jetzt hat's aber, ne? Jetzt halt voll Karamell. Brille mal nicht ganz auf die Nasenspitze, das sieht immer ein bisschen Banane aus. Ein bisschen runter kannst du ruhig so.